Die Fahrleistung verbessern und die Verletzungen vermeiden. Das schafft eine neue Methode, entworfen von Forschern der Universität Granada. Sie können damit personalisierte Fahrräder bauen oder bereits existente an ihre Nutzer anpassen. Utilizar la ergonomía, la ciencia que estudia el trabajo, para adaptar las herramientas a la persona y que este pues trabaje de forma bueno, mucho más cómoda y rindiendo más. Zuerst lernen Sie den Sportler über ein kleines Interview und einige physische und psychologische Tests kennen. ¿Qué problemas tiene? Si tiene algún tipo de patología, sus molestias, sus sensaciones sobre la bicicleta. Danach werden Tests in einem Ergometer gemacht. Die Maschine misst während der Tretbewegung diverse Parameter. Distintas angulaciones corporales que nos interesan y las fuerzas que va ejerciendo durante el pedaleo. Si no preservamos la salud, hablar de rendimiento es tontería. Normalmente cuando uno va cómodo, cuando todo es ergonómico, además de preservar la salud, se rinde más. Y hay un tercer objetivo que no es desdeñable, que es gastar el dinero bien. Alle erhaltenen Daten, die Sie sammeln, sollen dann auf das Fahrrad übertragen werden. Änderungen wie zum Beispiel in der Art oder Höhe des Sattels, in der Breite der Lenkstangen oder in der Länge der Tretkurbeln. Das Element, das die Energie von den Pedalen in die Räder übersetzt. Los mínimos, que suponen mucho. Y otras veces son cambios más drásticos, no solo en la herramienta, sino también a veces en el entrenamiento o la nutrición. Die Forschergruppe der Universität Granada, die Michael leitet, ist die einzige in Spanien, die sich im Universitätsbereich der Anpassung von Fahrrädern von einem wissenschaftlichen und integralen Gesichtspunkt aus annimmt.